Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das ist ja das, was wir kennen. Wenn es im Bund nicht läuft, dann ist der Bezirk schuld. Aber ich glaube, hier liegt die Sache etwas anders. Es ist spät. Der Investor hat die verlangte Anzahlung von 5,4 Millionen, 15% seines Gebots bei der BIMA hinterlegt, wenn auch verspätet. Aber der Kaufvorgang ist noch nicht abgeschlossen. Und er wird wohl auf jeden Fall in den Bundestag kommen und es wird darüber abgestimmt werden müssen. Vielleicht eine letzte Chance für SPD und CDU, ihren wohlfeiern Reden Taten folgen zu lassen und für Sie auf Ihre Kollegen im Bundestag Einfluss zu nehmen. Diese Chance haben Sie gestern im Haushaltsausschuss des Bundestages erneut verpasst. Ein Gesetzesvorschlag der Linken zur Änderung der Verkaufsvorschriften für die BIMA, Herr Evers hat ja richtig darauf hingewiesen, dass es hier an den falschen politischen Vorgaben liegt, haben CDU und SPD abgelehnt. Einen eigenen Vorschlag haben Sie auch nicht unterbreitet, wie man Höchstpreisverkäufe stoppen könnte. Da helfen anderslautende Fensterreden der Koalition heute hier nicht. Und auch Beschlüsse der Bauministerkonferenz vom November nicht. Da wird der Senat wohl noch mal nachlegen müssen. Was plant der Investor nun mit seinen 36 Millionen für den Rathausblock mit dem Dragoner-Areal? Gewerbeflächen, ein Hotel, garniert mit ein bisschen Kreativszene? Das wäre aktuell nach dem alten Baurecht noch zulässig. Aber Friedrichshain-Kreuzberg arbeitet ja an einem neuen Bebauungsplan. Planungsziele, öffentliche Nutzung, Kultur und ein Mischgebiet, vor allem für geförderten Wohnungsbau. Das aber will der Investor nicht. Der Bezirk sagt, der Senat sei einverstanden mit den bezirklichen Zielen. Frau Spranger hat das auch gesagt. Ist das so? Ja, Herr Geisel nickt, das ist gut. Der Senat will ja ansonsten mehr Flächen zu Gebieten von gesamtstädtischer Bedeutung erklären, mit allen bekannten Folgen für die Bürgerbeteiligung. Also gehe ich mal davon aus, dass das Dragoner-Areal nicht einem denkbaren Kuhhandel zum Opfer fallen wird. Der Senat zieht das Planungsrecht an sich, sichert der BIMA den hohen Kaufpreis und dem Investor seine Vorstellung und kriegt im Gegenzug günstiger das Gesamtpaket der BIMA-Wohnung. Dazu wird es offenbar nicht kommen. Das finde ich gut. Vielleicht will der Senat also tatsächlich mit dem Bezirk an einem Strang ziehen und das neue Baurecht mit den besseren Zielen und einer echten Partizipation hier unterstützen. Sie haben das heute hier bestätigt, und auch das werden wir als Opposition von Landesebene aus beobachten, nicht nur, was der Bezirk tut. Der Versuch einer landeseigenen Gesellschaft, das Dragoner-Areal im Direkterwerb zu erhalten, sei an der BIMA gescheitert, hört man. Im Bieterverfahren haben sich dann zwei städtische Wohnungsbaugesellschaften beteiligt und im September hat die BIMA dieses Angebot abgelehnt. In dieser Woche soll es erneut Gespräche zwischen Bezirk und Höchstbieter gegeben haben. Der Antrag, der heute hier abschließend zur Debatte steht, ist im Ausschuss ohne Debatte von der Koalition abgelehnt worden. Welche Auffassung die Koalition davon hat, hat sie nur sehr nebulös heute hier geäußert. Nur, dass der Senat ja bereits im Sinne dieses Antrages agiere. Allerdings haben sie sich hier deutlich zu anderen Themen ausgelassen. Fassen wir den bisherigen Sachstand zusammen. Ohne ein kommunales Vorkaufsrecht, höchstens zum Verkehrswert, verscherbelt eine Bundesinstitution weiter öffentliches Vermögen. Die BIMA kann vom Höchstpreisverfahren zwar abweichen, wenn das Bundesministerium der Finanzen, Klammer auf CDU, Klammer zu, Ausnahmen zulässt. Das ist aber nicht geschehen. CDU und SPD blockieren im Bundestag eine klarstellende Gesetzgebung zur BIMA. Hier im Abgeordnetenhaus tut die Koalition so, als würde sie alles unternehmen, damit die BIMA eine andere Verkaufspolitik praktiziert. Standbein, Spielbein oder was? Was soll man von dieser Position halten? Die Linksfraktion fordert, wie die Piraten und die Grünen, den Senat auf, sich beim Bund dafür stark zu machen, die Höchstpreisvergabe des Dragoner-Areals noch zu stoppen. Das erwarten wir vom Bund, im Übrigen für alle anderen Grundstücke, nicht nur in Berlin und auch nicht nur in Großstädten. Es geht letztlich darum, die Privatisierung öffentlichen Vermögens zu verhindern. Zu befürchten ist nämlich, mit dem Wohnungspaket der BIMA ist, wenn überhaupt dieses gelingen sollte, Schluss. Grundstücke werden weiter meistbietend verkauft. Das ist keine nachhaltige und soziale Stadtentwicklung. Es kann nicht sein, dass der Bund im Höchstpreisverfahren festhält und dann den Schaden, den er anrichtet, durch Mittel aus der sozialen Stadt mehr schlecht als recht zu mindern.
ein Vorkaufsrecht des Landes oder alternativ ein neues Bieterverfahren als Konzeptverfahren für das 4,7 Hektar große Areal, das wäre der einzig richtige Weg. Ziel muss es dabei sein, einen möglichst hohen Anteil an städtischen und preiswerten, das heißt auch WAV-fähigen Wohnungen zu erreichen und auch die ansässigen wirtschaftlichen und sozialen Akteure, die seit Jahren auf dem Gelände etabliert sind, müssen in die neuen Nutzungen einbezogen werden. Auch Genossenschaften sollten weiterhin beteiligt werden. Das alles wäre möglich, wenn Koalition und Senat wollen und heute nicht nur Fensterreden gehalten haben. Vielen Dank.